Publikum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir starten mit der Unimed Lecture mit Katharina Gangl. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Unsere umweltbezogenen Verhaltensweisen, wie sich Gewohnheiten ändern können und der Beitrag, den die Verhaltensökonomie dazu leisten kann. Das sind die Themen, mit denen wir uns heute mit Katharina Gangl vom IHS, dem Institut für höhere Studien, austauschen dürfen. An dieser Stelle herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute hier sind und wir ja ins Gespräch mit Ihnen kommen können. Die Unimed Lecture findet im Rahmen des offenen Weiterbildungsprogramms University Meets Industry statt. Das ist ein Programm, das wir im Rahmen der offenen Weiterbildung am Postgraduate Center der Universität Wien durchführen. Und zwar mit der Unterstützung von unseren Partnerinnen. Ein Gruß geht an dieser Stelle raus an die Arbeiterkammer Wien, die Wirtschaftskammer Wien und die Wiener Stadtwerke. Schön, dass wir so gut zusammenarbeiten. Vielen Dank dafür. Ja, zum Thema des heutigen Nachmittags. Zur Bewältigung der Klimakrise sind ohne Zweifel sehr große systemische Veränderungen notwendig. Aber ohne diese strukturellen Verantwortlichkeiten und Erfordernisse außer Acht zu lassen, beschäftigen wir uns im Rahmen des Projektjahres 2022-23 mit dem Thema der Partizipation und der Frage, was jeder und jede Einzelne von uns dazu beitragen kann, um diese große Transformation in Richtung Nachhaltigkeit zu bewerkstelligen. Denn, und davon sind wir überzeugt, die Klimakrise lässt sich nur dann bewältigen, wenn wir an den großen und an den kleinen Schrauben zur gleichen Zeit drehen. Aber auch wenn wir am Papier sozusagen wissen, was zu tun ist, so klafft doch oft, gerade beim Thema Umweltschutz, gerade beim Thema Nachhaltigkeit, unser Anspruch und die Realität unseres alltäglichen Handels besonders häufig sehr weit auseinander. Woran also dieser Widerspruch liegt und wie er sich womöglich auflösen lässt, wie sehr uns verhaltensökonomische Maßnahmen beeinflussen können und wie es uns gelingen kann, unsere alltäglichen Gewohnheiten so zu verändern, dass wir zu einer neuen Kultur der Nachhaltigkeit finden können. Das sind die Fragen, die wir heute an Sie richten dürfen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass Sie heute da sind und ich darf Sie jetzt unserem Publikum vorstellen. Katharina Gangl leitet die Forschungsgruppe Verhaltensökonomik am Institut für höhere Studien und die Senior Research Fellow an der Universität Wien. Katharina Gangl hat an der Universität Wien studiert und sich auch hier habilitiert im Bereich der Wirtschaftspsychologie, hat an der Universität Wien gelehrt, aber auch an anderen Universitäten in Österreich, in Deutschland und in Australien. Sie publizieren in Fachzeitschriften, sie geben Vorträge und beraten nationale und internationale Organisationen und Verwaltungen. Und zwar zu ihrem Kernforschungsgebiet, wie sich Kooperationen zwischen Menschen aufbauen lassen, und zwar mit Hilfe von Institutionen. Im Besonderen interessieren Sie sich dabei für die Frage, wie kooperatives Verhalten in Anbetracht von akuten Krisen, wie beispielsweise der Corona-Krise oder der Klimakrise, gefördert werden kann. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und Einblick in Ihre Disziplin und in Ihre Forschungspraxis geben werden. Bevor ich an Sie übergebe, noch eine Einladung an Sie, liebes Publikum. Wir freuen uns, wenn Sie sich mit Ihren Fragen im Chat beteiligen. Lassen Sie uns wissen, was Sie besonders interessiert. Wir werden im Anschluss an den Impulsvortrag genügend Zeit haben, auf Ihre Fragen einzugehen. Dazu einfach den Chat nutzen. Wir sind gespannt, was Sie besonders interessiert. Ja, und somit übergebe ich auch schon an Sie und wünsche Ihnen einen guten Einblick in das Forschungsfeld der Verhaltensökonomie. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Wie gesagt, die Universität Wien war mir immer ein ganz liebes Zuhause. Sehr viele Jahre habe ich hier Studentin verbracht, wie gesagt, mich auch habilitiert. Und nach einigen Jahren im Ausland bin ich auch gern wieder hierher zurückgekommen. Gut, können wir die Folien bitte einblenden? Ja, auf dem Weg zu einer neuen Nachhaltigkeitskultur, der Beitrag der Verhaltensökonomie. Ich habe die Ehre, den heute einen aktuellen Forschungsschwerpunkt von mir zu präsentieren. Einen Bereich, den ich ja in den letzten Jahren immer mehr lieb gewonnen habe und wo ich auch hoffe, dass ich und auch meine Gruppe auch in den nächsten Jahren große Beiträge leisten können. Was habe ich in den nächsten ungefähr 40 Minuten mit Ihnen vor? Zuerst möchte ich die Verhaltensökonomie definieren und auch den Ansatz vorstellen. Dann erklären, warum braucht es die Verhaltensökonomie überhaupt. Und dann habe ich Ihnen ganz viele Anwendungsbeispiele mitgebracht dafür,
wie man mit verhaltensökonomischen Maßnahmen konkrete Verhaltensweisen ändern kann, wie erfolgreich, wie massiv diese Verhaltensänderungen ausschauen können. Dann möchte ich auch einen kleinen Exkurs zum Thema Vermögen machen. Ganz einfach, weil es einen ziemlich starken Zusammenhang gibt zwischen Vermögen und Umweltverschmutzung und wie können wir mit diesem Wissen sozusagen auch für die Verhaltensforschung in Zukunft bessere Beiträge leisten. Ja, und am Ende möchte ich eine kurze Zusammenfassung und Conclusio machen. Und ich hoffe, dass Sie mir zustimmen, oder zumindest manche von Ihnen, dass es neben den klassischen Ansätzen zur Verhaltensänderung, das sind nämlich Gesetze und die finanziellen Anreize, das Steuersystem, auch die verhaltensökonomischen Ansätze braucht, um wirklich ja langfristig Veränderungen herbeizuführen und eben eine Kultur der Nachhaltigkeit zu etablieren. Gut, dann möchte ich mit der Definition beginnen. Was ist die Verhaltensökonomie überhaupt? In der Standardökonomie geht man davon aus, dass der Mensch rational ist und versucht, seinen eigenen Nutzen zu maximieren. Er hat alle Informationen zur Verfügung und trifft dann die Entscheidung, die für ihn oder sie am besten ist. In der Verhaltensökonomie, aber auch in der Wirtschaftspsychologie, würde man aufgrund von sehr, sehr vielen Experimenten, die man in den letzten Jahrzehnten durchgeführt hat, sagen, das ist nur halb richtig. Wir sprechen eher von einer bounded rationality. Menschen versuchen schon, rational zu handeln, aber in Wirklichkeit verfügen sie über einen sehr kleinen Teil der Informationen. Sie sind von Emotionen beeinflusst, von sozialen situativen Einflüssen geprägt. Das heißt, selbst wenn sie wollten, sind sie oft nicht in der Lage, ihren Nutzen zu maximieren. Wenn man jetzt dieses Menschenbild sozusagen gegenüberstellt, dann bedeutet das, dass man vielleicht nicht immer nur mit rationalen Gesetzen und Steuersystemen Verhalten ändern muss, sondern man muss sozusagen einen anderen Weg finden. Und der verhaltensökonomische Weg ist ein stark empirischer Weg. Er hat auch nicht sozusagen ein Menschenbild, von dem man dann eine einzelne Maßnahme immer ableitet. Im Ökonomischen ist es einfach, irgendwie muss man Geldanreize setzen oder eben Rechtsansätze setzen, sodass das erwünschte Verhalten einen höheren Nutzen hat als das unerwünschte Verhalten. Und das ist sozusagen die Standardantwort, die man früher gegeben hätte, um Verhalten zu verändern. In der Verhaltensökonomie sagt man, eigentlich braucht man für jedes Verhalten, für jede Situation eine empirisch fundierte Analyse, um dann Maßnahmen zu entwickeln und zu evaluieren und für diese spezifische Situation eine wirksame Maßnahme zu entwickeln. Das heißt, als erstes, wenn ich Verhalten verändern möchte, muss ich überlegen, wer soll eigentlich konkret etwas tun, in welcher Situation soll wer was machen. Auf dieser Basis kommt es dann zu einer umfassenden Analyse, bei der man schon empirische Methoden entwickelt, also anwendet, zum Beispiel Fragebögen oder Expertinneninterviews, um herauszufinden, welche Barrieren, welche Motivatoren spielen hier eine Rolle. Wir reden in dieser Phase natürlich auch mit den Betroffenen und fragen sie, was ist hier, warum erreichen sie ihr Ziel eigentlich nicht? Was sind hier die Motivatoren oder Barrieren, die für sie eine Rolle spielen? Wenn man dann sozusagen ein gutes Verständnis vom Entscheidungsumfeld hat, entwickelt man Maßnahmen, meistens gleich mehrere, 4, 5, und die werden dann diskutiert, auch mit unserer Ethikkommission zum Beispiel. Und die Maßnahmen, von denen wir dann und auch die Expertinnen, die wir interviewen, der Meinung sind, die sollten wirklich Verhalten verändern, die kommen dann in die Evaluationsphase, ins Feldexperiment, wo wir quasi mit einer Kontrollgruppe untersuchen, ob die Maßnahme tatsächlich es geschafft hat, Verhalten zu verändern. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass nur jene Maßnahmen großflächig ausgerollt werden, die wirklich Verhaltensänderungen hervorbringen können und man damit auch sozusagen weniger Zeit und auch Ressourcen an Maßnahmen verschwendet, die eigentlich nichts bringen. Zugegebenermaßen ist der Ansatz ein bisschen komplexer als der Ansatz in der klassischen Maßnahmen im Recht und Steuersystem. Aber wir können quasi wirklich, ja, mehr oder weniger gut zeigen, dass wir tatsächlich Verhalten verändern können. Ja, warum braucht es diesen Ansatz? Weil es eben einen Widerspruch gibt zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir tatsächlich umsetzen. Ich habe Ihnen nur viele Beispiele. Ein Beispiel ist, 48% in einer Umfrage sagen, ja, ich möchte gerne gesünder leben, mehr gesunde Lebensmittel essen, aber nur 15% derselben Personen tun das. Ich denke, wir alle kennen das, wenn es ums Thema Sport geht.
Und natürlich auch, wenn es ums Thema Umweltschutz geht, wir wollen weniger Nahrungsmittel verschwenden, wir wollen öfters Rad fahren und so weiter und so fort. Und irgendwie können wir es nicht umsetzen, wir scheitern. In der Forschung nennt man das Intention Behavior Gap oder auch Mind Behavior Gap. Und der Ansatz der Verhalten, oder deswegen braucht sie Verhaltensökonomie, oder das ist der Wunsch der Verhaltensökonomie, dass wir die Menschen dabei unterstützen, ihre Ansprüche auch wirklich umzusetzen. Das heißt, unsere Zielgruppe sind Menschen, die Ziele haben, aber sie nicht erreichen. Das sind quasi die Leute, mit denen wir arbeiten wollen. Warum gibt es diesen Intention Behavior Gap? Es gibt ganz, ganz viele Ursachen. Ich habe Ihnen nur ein paar ganz prominente mitgebracht. Die erste Ursache ist, dass das neue Verhalten einfach sehr kompliziert ist. Es ist nicht einfach. Zum Zeitpunkt des Verhaltens sind zum Beispiel gar keine nachhaltigen Optionen verfügbar. Ich gehe in ein Restaurant und es gibt kein vegetarisches Menü. Oder ich möchte irgendwo hinfahren, wo es keine Zuganbindung gibt. Das heißt, eine in der Verhaltensökonomie ganz, ganz wesentliche Hürde ist, dass das erwünschte Verhalten aktuell noch zu schwierig ist. Eine weitere Ursache ist die mangelnde Sagenz zum relevanten Zeitpunkt. In dem Moment, wo ich zum Beispiel die Entscheidung treffe, fahre ich mit dem Auto oder mit dem Rad, bin ich abgelenkt, weil ich andere Dinge im Fokus habe. Ich möchte noch länger irgendwas mich mit was anderem beschäftigen. Die Kinder lenken mich ab und dann rutsche ich sozusagen in automatisierte Verhaltensweisen ab, weil einfach zu dem Zeitpunkt ich abgelenkt bin und dieses ursprüngliche Ziel, sich nachhaltig zu verhalten, ja, hat sich überflüchtigt. Ein ganz anderer, weiterer zentraler Punkt sind Gewohnheiten. Die meisten Verhaltensweisen, die wir Menschen so alltäglich zeigen, sind automatisiert. Und wir gehen in den Supermarkt, wir gehen einkaufen und die meisten von uns werden gar nicht bemerken, wie viele komplexe Entscheidungen sie hier automatisiert ablaufen lassen, wenn sie die Milch einkaufen oder das Brot. Oder beziehungsweise auch das neue Verhalten ist nicht im Repertoire und wurde nie gelernt. Denken wir nochmal ans Radfahren, Radfahren in der Stadt. Die meisten von uns haben von ihren Eltern gelernt, wie man ein Auto kauft, wie man sich damit freut, wie man es repariert. Eine sehr, eigentlich sehr mühsame Tätigkeit, ein Auto zu besitzen und instand zu halten und auch zu bedienen, Parkplatz zu finden und so weiter. Aber das fällt uns im Alltag nicht auf, weil wir es von klein auf gelernt haben. Im Vergleich dazu ist das Radfahren in der Stadt für viele Menschen ein völlig neues Verhalten, das sie erst mühsam erlernen müssen. Und es schaut leicht aus, ja, ich habe ein Rad und fahre von A nach B, aber de facto sind da sehr viele kleine, komplexe Entscheidungen und auch Fähigkeiten nötig, damit man das sozusagen gut bewältigt. Und das muss man eben erst lernen. Genauso, wenn es ums Kochen geht. Wir haben einfach von zu Hause aus vielleicht vor allem gelernt, mit Fleisch zu kochen. Und dann fällt uns gar nicht ein, wie wir schnell auch vegetarisch kochen können. Ein weiterer wichtiger Punkt sind soziale Normen. Menschen, mit denen man sich identifiziert, verhalten sich auch nicht nachhaltig. Meine Nachbarn fahren immer mit dem Auto, meine besten Freunde fahren mit dem Auto. Und dann ist es nicht verwunderlich, wenn man auch selber einfach nicht sozusagen es schafft, mal vom Auto sich loszureißen. Es hat mit verschiedenen Dingen zu tun, auch Self-Image. Man möchte ja weiterhin mit seinen Freunden sozusagen auch eine Gemeinschaft bilden und sich dann auch nicht sozusagen durch komisches Verhalten absondern. Aber das betrifft im Autofahren, Kreuzfahrten und so weiter. Schließlich auch die Wahrnehmung des Preis-Leistungs-Verhältnisses wird als nicht stimmig erlebt. Ich sage konkret Wahrnehmung, weil oft ist das nachhaltige Verhalten das Billige. Aber wir nehmen es als teurer wahr, ganz einfach, weil wir uns auch selber gern belügen, um bei alten Gewohnheiten bleiben zu dürfen. Ja, wenn wir das jetzt anerkennen, dass die Menschen leider so viele, ja, ist eigentlich normal, ja, das macht uns auch zu Menschen. Wenn es so ist, dann sagt die Verhaltensökonomie, es bringt nichts, den Leuten noch mehr zu erklären und sie zu unterrichten, wie sinnvoll es wäre, sich doch anders zu verhalten und darüber zu reden, dass unser Planet sozusagen an der Kippe steht. Also dieses ganze Wissen hilft nichts, weil eben alle diese Barrieren sozusagen unserem Ziel gegenüberstehen. Und der Ansatz ist, wir versuchen nicht den Menschen zu ändern, wir versuchen jetzt nicht, dass der Mensch sozusagen endlich begreift, was er tun soll, sondern wir versuchen, die Situation zu verändern. Und zwar auf so eine Art und Weise, dass die Menschen so bleiben können, wie sie wollen, Schlendrianer, die ständig andere Prioritäten haben, und sich trotzdem im Alltag nachhaltig verhalten. Das heißt, wie muss eine Situation ausgestaltet sein, dass ein Mensch sich nachhaltig verhält, obwohl die Kinder schreien, obwohl man 40 Stunden arbeiten muss und so weiter und so fort.
Eine dieser Maßnahmen ist im Nudging. In Wirklichkeit bedienen wir uns den gesamten Maßnahmenkorb, den die Sozialwissenschaften zur Verfügung stellen. Aber eine ganz berühmte Maßnahme ist im Nudging, eben die bewusste Veränderung der Entscheidungsarchitektur, um Verhalten in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das ist eine mögliche Definition davon. Das ist ein sehr schwammiger Begriff, aber ich zeige Ihnen gleich, was darunter alles gemeint sein kann. Ja, gehen wir jetzt da die einzelnen Barrieren mit dementsprechenden Maßnahmen an. Verhalten muss einfach sein. Eine Möglichkeit, um Verhalten zu vereinfachen, sind sogenannte Defaults. Defaults sind sicherlich die berühmtesten Nudges. Default heißt Voreinstellung. Zum Beispiel, dass eben am Drucker doppelseitiges Drucken voreingestellt ist im Vergleich zu einseitigem Drucken und somit eine Person nichts tun muss, um sich automatisch umweltbewusst, nämlich papiersparend, zu verhalten. Ganz eindrücklich erklärt man es auch mit dem Organspenden. In Österreich sind alle Menschen bei Default, also in voreingestellt OrganspenderInnen, und in Deutschland muss man sich extra anmelden. Ich denke, es ist klar, dass wir in Österreich sehr viel mehr OrganspenderInnen haben als in Deutschland. Die Option muss im konkreten Moment, wenn es darauf ankommt, salient sein. Hier hat sich erwiesen, dass zum Beispiel Energielabels wirksam sind. Wenn ich einkaufen gehe und die Elektrogeräte deutlich machen, welches Produkt am energiefreundlichsten ist, dann hat eine Person, die hohe Umweltwerte hat, die Chance, sofort zu erkennen, welches Produkt sozusagen zu ihren Werten passen und muss nicht kompliziert etwas durchlesen. Es funktioniert auch zum Beispiel, wenn man angibt, welche Nahrungsmittel haben mehr oder weniger CO2-Fußabdruck. Auch dann sind besonders Menschen mit hohen Umweltwerten motivierter, dann zu dem Produkt zu greifen, das für die Umwelt am schonendsten ist. Das Verhalten muss leicht erlernbar sein überhaupt. Wir müssen sozusagen für diese Kultur der Nachhaltigkeit sehr, sehr viele neue Verhaltensweisen erlernen. Und ein ganz wichtiger Hebel, um neues Verhalten zu lernen, ist Feedback. Und hier hat sich insbesondere im Energieverbrauch, gibt es ja viele schöne Studien, die zeigen, wenn ich zum Beispiel unter der Dusche stehe und ich habe einen Screen, der mir anzeigt, ganz besonders nett ist die Idee, wie er kleinem Eisbären auf einer Eisscholle sitzt. Und wenn ich ganz lange dusche und heiß dusche, dann wird die Eisscholle immer kleiner und der kleine Eisbär plumpst ins Wasser. Und diese spielerische auch Gamification-Art, Feedback zu geben, führt dazu, dass Menschen, gerade die viel Energie verbrauchen, auf einmal kürzer duschen und damit ja bis zu 25% Energie einsparen können. Wie gesagt, ich gebe überall jetzt nur kurze Beispiele. In Wirklichkeit kann man natürlich auch viele, viele weitere Arten und Weisen lernen. Aber Feedback ist sicherlich eines der mächtigsten Instrumente, um Menschen neues Verhalten beizubringen. Im konkreten Moment muss das Verhalten oder müssen auch die Vorsätze wieder in Erinnerung gerufen werden. Beispiele sind SMS, die an den Impftermin erinnern, oder auch SMS, die an perfektes Radwetter erinnern. Ganz nützlich sind auch sogenannte Implementation Intentions. Das sind einfache Wenn-Dann-Sätze, die einfach einen Automatismus in mein Leben einbauen. Ja, am Montag fahre ich immer mit dem Rad zur Arbeit. Dadurch muss ich nicht überlegen, wann passt es mir, wie könnte ich das machen, sondern ich sage einfach, wenn Montag ist, dann fahre ich mit dem Rad zur Arbeit. Die Entscheidung wird vereinfacht und die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, dass man eben mit dem Rad fährt und nicht mit dem Auto wie normalerweise. Das Verhalten muss sozial erwünscht sein und zur Identität passen. Das macht man mit sozialen Normen. Zum Beispiel, Sie verbrauchen weniger Strom als Ihre Nachbarn und das ist super. Oder Sie verbrauchen mehr Strom als Ihre Nachbarn und das ist nicht so gut. Das ist eine der übrigens klassischsten, aus der Literatur ist dieses Experiment, wo das getestet wird. Ich glaube, es ist 20 Jahre alt. Ein klassisches Beispiel dafür, wie man mit einfachen Nachrichten Verhalten verändern kann. Auch hier sieht man, es ist quasi eine Kombination aus Feedback und sozialen Normen. Überhaupt sind viele Maßnahmen, ich versuche sie natürlich bis jetzt einfach aufzubereiten, aber bei sehr vielen Maßnahmen fließen viele Dinge gleichzeitig hinein. Sie sind oft eine Kombination aus Feedback, Salienz und so weiter. Als letztes möchte ich noch über Gelegenheiten nutzen sprechen. Wir müssen Gewohnheiten ändern und in unserem Alltagstrott ist es sehr mühsam. Wir sind sehr sozusagen widerspenstig, hier etwas Neues zu lernen. Aber wenn sich sozusagen sowieso im Alltag sehr viel tut, wenn wir ein Kind kriegen, wenn wir einen neuen Job beginnen, dann müssen wir aber sehr viele Dinge neu nachdenken und sind offen für Verhaltensänderungen. Das heißt, wenn ein neuer Mitarbeiter ins Unternehmen kommt, wenn eine neue Person in meinen Ort zuzieht, dann habe ich die Gelegenheit, bei dieser Person
neue Verhaltensweisen zu etablieren, was man bei der bestehenden Belegschaft oder bei den bestehenden, sozusagen bei der Bevölkerung vielleicht schwerer fallen würde. Ich muss mal kurz auf die Uhr schauen, aber es klappt ganz gut. Ja, jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie man das evaluiert. Natürlich, Sie könnten jetzt sagen, toll, ich habe jetzt hier einen Blumenstrauß an Maßnahmen, die setze ich einfach um und ich sage, ja, bitte machen Sie das, probieren Sie das aus. Aber sozusagen der saubere Zugang wäre, dass man wirklich eine saubere Evaluierung vornimmt und wirklich sich, wenn man schon die Maßnahme beginnt, überlegt, wie evaluiere ich das? Deswegen ist auch so wichtig zu wissen, welches Verhalten soll sich genau verändern. Ich muss mir überlegen, okay, wie würde das Verhalten ausschauen, wie ist es aktuell und kann ich dann, wenn ich die Maßnahme gesetzt habe, tatsächlich eine Verhaltensänderung idealerweise im Vergleich zu einer Kontrollgruppe feststellen. Das ist die einzige Möglichkeit, um wirklich valide Kausalzusammenhänge aufzudecken, eben über diesen experimentellen Zugang. Und den möchte ich Ihnen jetzt auch noch einmal zeigen, wie das ausschaut. Als erstes einmal mit dem Default Nudge. Das Ziel hier war, dass die Nachfrage nach grüner Energie gesteigert werden sollte. In diesem Fall hat ein Energieanbieter, der verschiedene Verträge online abschließt, ein Experiment gemacht mit 42.000 Haushalten, die diesen Energieberater in Deutschland angesurft haben. Und zufällig haben die Kundinnen eine von zwei Verträgen bekommen. In der Kontrollgruppe konnten sie sich ihren Vertrag aussuchen und wenn sie wollen, auch ein Häkchen machen bei 100% grünen Strom. Und in der Default-Gruppe war dieses Häkchen schon gemacht. Das war alles. Aber die Leute hatten die Freiheit, das Häkchen auch zu entfernen. Und das hat dazu geführt, dass es eben 5,5% mehr Nachfrage nach grüner Energie gegeben hat. Nächste Beispiel, die Lebensmittelampel. Hier geht es um diese Salienz. Ziel ist es, gesündere Ernährung von Mitarbeiterinnen in einem Krankenhaus, indem man die gesunden Lebensmittel grün markiert und die ungesunden rot markiert. Heute würde man vielleicht auch den CO2-Abdruck genau noch dazu schreiben. Man hat in einer ersten Phase untersucht, wie viel Nachfrage gibt es nach den verschiedenen Produkten. Dann hat man das Ampelsystem eingeführt und noch einmal geschaut, was wird verkauft. Und tatsächlich konnte der Konsum von gesunden Lebensmitteln leicht steigen. Vor allem der Konsum von den negativen, also von den ungesunden Lebensmitteln ist stark gesunken. Mit diesem Beispiel möchte ich Ihnen noch einmal die Salienz erklären und zeigen, dass man eben diese Maßnahmen auch transparent machen kann und die Wirksamkeit trotzdem erhalten bleibt. In dem Fall ging es darum, dass die Wahl von gesünderen Snacks, man könnte auch sagen nachhaltigen, es ist meistens die gesünderen, auch die nachhaltigeren Produkte, also dass nachhaltigere Produkte eher nachgefragt werden, indem man sie sichtbarer positioniert, und zwar direkt an der Kasse. Man hat hier eine Kontrollgruppe gehabt mit ungesunden Snacks an der Kasse, dann eine Interventionsgruppe, gesunde Snacks an der Kasse und dann eine dritte Gruppe, wo man das auch transparent gemacht hat. Wir haben das jetzt wirklich so angeordnet, damit sie mehr gesündere Lebensmittel nachfragen. Tatsächlich hat das dazu geführt, dass man über 50% mehr gesunde Lebensmittel verkaufen konnte. Die Positionierung von Produkten ist ganz zentral. Also im Supermarkt gibt es da heiße Kämpfe darum, wo welches Produkt positioniert werden darf. Und es wäre ein wirklich grandioser Schritt in die richtige Richtung, wenn wir es schaffen würden, dass die Supermärkte die nachhaltigeren Produkte, die gesünderen Produkte an die prominenteren Positionen schieben und nicht sozusagen, man muss danach suchen. Und als erstes, wenn man reinkommt oder an der Kasse, sieht man klassischerweise Verpackungsmaterial ohne Ende, in dem dann ungesunde Schokolade von weit weg ist. Da wäre es besser, man würde sozusagen nachhaltige regionale Produkte anbieten. Die würden tatsächlich viel mehr nachgefragt werden. Dann ein Beispiel aus unserer eigenen Forschungsgruppe. Wieder geht es um Salienz, aber auch um Erinnerungen. Hier war das Ziel, dass in den Gemeindebauten Müllbereiche sauberer werden sollten. Gemeindebauten sind Sozialwohnungen. In Wirklichkeit, was bringt am meisten? Permanente Reinigung. Aber permanente Reinigung ist natürlich sehr kostenintensiv. Deswegen haben wir eine Poster-Intervention gewählt, die sehr kostengünstig ist. Und wir haben in 440 Müllbereichen, das waren über 70.000 Menschen hier in Wien, die das quasi teilgenommen haben an diesem Experiment. Ich muss dazu sagen, die Mieterbeiräte haben aktiv uns bestärkt, dieses Experiment zu machen. Also auch wenn nicht jeder einzelne Mieter wusste, dass er bei diesem Feldexperiment dabei ist, die Mieterbeirätinnen haben davon gewusst und uns auch dabei unterstützt.
Und wir haben über diese 440 Müllbereiche zufällig 4 Poster verteilt und hatten noch eine Kontrollgruppe. 2 Poster haben implizit das Thema angesprochen, einmal mit einem Naturbild und einmal, ich würde sagen, mit den klassischen Watching Eyes. Watching Eyes simulieren soziale Kontrolle und sind wirksam, wo keine echten Menschen sind. Also an Orten, wo kein anderer ist, wo man aber das Menschen einer einzelnen Person beeinflussen kann, kann man das einsetzen. In beiden Fällen wird das Thema Müll überhaupt nicht angesprochen. Und dann 2 explizite Interventionen. Das eine wäre, würde ich sagen, eine klassische Intervention über die injunktive Norm. Das heißt, was erwarten wir uns von den Bewohnerinnen nonverbal in Form von Modellen dargestellt haben. Bitte geben Sie korrekt den Müll in die Tonne, weil sonst haben wir einen Haufen Unordnung. Und schließlich die Aufklärung darüber, was das einer Person bringt, wenn dieser Müllbereich sauberer ist. Was wir gefunden haben, waren, dass die implizit nach 7 Wochen die impliziten Poster bessere Ergebnisse erzielt haben als die expliziten. Auch im Vergleich der Zeit haben wir eben fast 5% weniger Müll am Boden festgestellt durch mehrere Fotos, die wir genau an denselben sozusagen Uhrzeiten gemacht haben, haben wir das gemessen. Und der explizite Hinweis mit dieser Norm zum Beispiel hat sogar zu einer Verschlechterung geführt. Im Übrigen ein Ergebnis, das man sehr häufig findet, zum Beispiel der Hinweis, schmeißen Sie keine Müll aus dem Fenster, das ist verboten, führt dazu, dass mehr Müll rausgeschmissen wird. Oder der Hinweis, bitte, zum Beispiel in Naturschutzgebieten in Amerika, bitte sammeln Sie hier kein Holz, das ist verboten, führt dazu, dass noch mehr Holz gesammelt wird. Das heißt, durch Verbotsschilder kommen die Leute erst auf die Idee, dass andere das machen. Und das kann dann durchaus auch zum Gegenteil führen. Was zeigt, wie wichtig eine Evaluation ist, weil von sehr vielen Maßnahmen sind alle im Vorhinein total überzeugt, dass es funktionieren sollte und in Wirklichkeit bringt es das Gegenteil. Das heißt, Evaluierungen, ich habe einen drastischen Fall noch, um zu zeigen, wie wichtig Evaluierungen sind. Da gibt es die Idee, dass wenn man mit Kindern und Jugendlichen ins Gefängnis geht, dass das sozusagen eine abschreckende Wirkung hat. Man hat dieses Programm, das in Amerika gemacht wird, evaluiert und festgestellt, dass Kinder, die Gefängnisse besucht haben, eher zu kleinkriminellen Verhalten dann geneigt haben, als die Kinder, die dort nicht hingegangen sind. Das heißt, Maßnahmen einfach umzusetzen, ohne sie zu evaluieren, kann wirklich massiv nach hinten losgehen. Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Und deswegen möchte ich auch wirklich ein Plädoyer setzen. Bitte führen Sie Feldexperimente durch, messen Sie das Verhalten, um das es wirklich geht und gehen Sie nicht davon aus, dass etwas, was anders funktioniert hat oder auf dem Papier gut ausschaut, funktionieren soll. Wir haben diese 4 Maßnahmen umgesetzt, im besten Wissen und Gewissen, dass alle 4 funktionieren sollten und in Wirklichkeit haben nur 2 funktioniert. Aktuell führen wir eben mit dem Naturbild eine Langzeitstudie durch und schauen, ob dieser Effekt auch nach einem Jahr noch erhalten bleibt. Die Watching Eyes haben wir ausgeschlossen, weil bei dem Besuch vor Ort ist mir klar geworden, dass es Kindern Angst macht. Für Außenstehende vielleicht logisch, aber für uns, ich komme ja aus der Psychologie, sind die Watching Eyes so ein Klassiker, dass ich nicht einmal daran gedacht habe, dass das eigentlich eben für vulnerable Gruppen ein Problem sein könnte. Umso wichtiger eben die Ethikkommission, die uns sozusagen unterstützt, diese blinden Flecken auch aufzudecken. Dann ein weiteres Beispiel zum Thema Feedback, Erinnerungen. Hier geht es darum, treibstoffsparendes Fahren zu fördern. Das Feedback wird einmal gegeben klassisch, indem man einfach den Literverbrauch mit dieser Anzeige anzeigt und ein zweites Mal symbolisch, wieder mit diesem Bezug. Wir haben es mit dem Eisbären auf der Scholle-Thema gehabt, auch davor mit dem Naturbild. Hier ist es ein Baum. Wenn ich ins Gas trete, dann fallen die Blätter ab und der Baum schrumpft zusammen. Und wenn ich gemütlich treibstoffsparend fahre, dann wächst dieser Baum. Und dieses Symbolische, wir haben noch eine Kontrollgruppe, ganz sauber, sozusagen das gleiche Display und die zeigt die Beschleunigung an. Nur dieses symbolische Feedback führt zu einer Reduktion des Treibstoffverbrauches, nicht aber das klassische, das numerische Feedback. Wie gesagt, es sind jetzt 62 Paarinnen, die Stichprobe ist klein, aber ich finde die Idee sehr, sehr gut und ich hoffe, dass weitere Untersuchungen und Evaluierungen folgen, um zu zeigen, ob das wirklich der Weg ist, den wir gehen sollten, weil allein mit dieser Maßnahme können wir unglaublich viel CO2 einsparen, wenn das sozusagen der Standard wäre in unseren Autos. Ein weiteres Beispiel mit sozialen Normen. Das Ziel war, dass in einem Online-Shop mehr grüne Produkte gekauft werden sollten. In der Kontrollbedingung sind die Leute auf diese Online-Plattform gekommen und haben erfahren, in diesem Shop verkaufen wir Produkte des täglichen Bedarfs.
In der Interventionsgruppe hat man gesagt, zu ihrer Information, 70% der vorherigen Kundinnen kauften zumindest ein Bioprodukt. Und diese Message hat dazu geführt, dass fast alle ein Bioprodukt gekauft haben. Wichtig ist beim Einsatz von sozialen Normen, dass man nicht lügt. Das heißt, ich kann jetzt nicht sozusagen, wenn in der Realität nur 3% das machen, behaupten, es sind 70. Das würde sozusagen dazu führen, dass man, ja, das ist nur ein kurzfristiger Erfolg, sondern wenn man langfristig was erreichen will und auch sozusagen, um die Maßnahmen nicht zu ruinieren, ist es sehr zentral, dass man zuerst die wahren Verhaltensverteilungen erhebt und mit dieser Intervention nur arbeitet, wenn man wirklich die Mehrheit hat. Also man braucht echt die Mehrheit, damit es funktioniert. Schließlich noch eine Intervention bezogen auf Incentives, also eine klassische, eher klassische Maßnahme, wo es darum ging, dass Leute, die gerade frisch umgezogen sind, nach Malmö eine Gratis-Fahrkarte bekommen. Einmal 2 Wochen, einmal 4 Wochen. Und es hat sich gezeigt, dass eben diese Gratis-Benutzung über 4 Wochen mehr Menschen dazu motiviert, auch nach Wegnahme des Gratis-Tickets die ÖFIS zu benutzen. Das zeigt auch, dass wir zum Lernen von neuen Verhaltensweisen einfach eine gewisse Zeit brauchen. Es reicht nicht, einen Menschen einmalig darauf hinzuweisen, wie das Verhalten ausschaut, oder das einmalig einzuüben, sondern wirksame Maßnahmen laufen über längeren Zeitraum, sind eingebettet in den Alltag dieser Menschen und ja, je mehr Anreicherung geschieht, desto besser. Zentral ist, wie gesagt, immer auch das zu emulieren. Für den öffentlichen Verkehr, hier sieht man es gut, die wirksamste Maßnahme ist es so billig wie möglich zu machen. Je billiger oder überhaupt freier öffentlicher Verkehr führt dazu, dass er auch mehr genutzt wird. Ja, jetzt komme ich zum Schluss zu einem Exkursthema, das mich momentan besonders umtreibt. Wir haben jetzt sehr viele Beispiele gesehen auf Feldexperimente, die ich Ihnen zusammengesucht habe aus der Literatur. Die Wahrheit ist, es gibt viel zu wenige davon. Wir bräuchten noch sehr viel mehr von dieser Art von Forschung, um herauszufinden, welches Verhalten kann man mit welcher Maßnahme wirklich effektiv verändern. Und insbesondere brauchen wir mehr Forschung zum Thema Vermögen. Wir haben einfach diesen extremen Zusammenhang zwischen Einkommen, Steigerungen, Vermögenseinsteigerung und Umweltbelastung. Je mehr Geld ich einem Menschen gebe, desto umweltschädlicher verhält er sich. 10%, also die Top 10% in der Einkommensverteilung erzeugen fast 50% der CO2-Emissionen durch ihren exzessiven Lebensstil. Große Häuser, Wohnungen, Kreuzfahrten, Flugzeugreisen, Privatflugzeuge sogar, der private Yachten sind natürlich das Extrembeispiel beim Top-Prozent. Aber auch wesentlich natürlich das Autofahren ist global betrachtet das größte Problem. Das heißt, die Frage ist, wie kriegen wir Menschen mit sehr gutem Einkommen, mit sehr guten Vermögensverhältnissen dazu, gerade ihr Mobilitätsverhalten zu überdenken? Natürlich, je mehr Einkommen jemand hat, desto mehr Verantwortung hat er. Aber ich habe schon vorher gesagt, wir müssen die Menschen nehmen, wie sie sind. Und im Alltag ist sozusagen der Porsche sehr verführerisch. Und wenn alle Freunde das auch machen, extrem schwer davon abzuweichen. Und dazu muss ich sagen, im global betrachtet, es ist die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher in diesen Top 10%. Also es betrifft uns irgendwo auch selber. Wir haben definitiv eine große Forschungslücke, was Verhaltensänderungen von Vermögenden betrifft. Ich habe dazu schon in anderen Bereichen ein paar Daten sammeln können oder auch sehr viel Literatur gelesen. Wir haben einfach aufgrund dieser hohen Einkommen einfach einen anderen Entscheidungsrahmen, ein anderes soziales Umfeld, das man eigentlich bedenken müsste und ausprobieren müsste, welche Maßnahmen funktionieren dort. Die Frage ist, wie geht man es an? Ja, höhere Preise, das ist ja klassische Maßnahme, höhere Preise ist momentan auch der höhere über CO2-Preise. Wenn wir über höhere Preise für Luxusgüter reden, für Autos oder Flugzeuge, dann glaube ich nicht, dass das bei dieser Zielgruppe viel bewirken wird, weil einfach ein Luxusgut per Definition eben durch den hohen Preis auch diesen Status symbolisiert. Das heißt, höhere Preise für Autos oder für das Einfahren in Städte, glaube ich nicht, dass das gerade in dieser Population etwas bringen wird. Wir können Verbote machen, Rationierungen, eben ein Verbot mit großen Autos in die Stadt einzufahren. Hier ist eben das Problem, dass es im Ausweichverhalten gibt. Gerade Vermögende haben auch mehr Möglichkeiten, melden das Auto zum Beispiel auf eine Firma an. Aber sicherlich auch eine Art von Maßen dafür bestimmte Arten von Verhaltensweisen.
Ganz besonders schön finde ich eben das aktuelle Verbot vom Flughafen Amsterdam, dass keine Privatflugzeuge dort mehr landen dürfen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es in der näheren Umgebung Privatflughafen gibt, wo das nach wie vor möglich ist. Das heißt, bei Verboten hat man immer das Ausweichverhalten, wenn nicht auch das Mindset sozusagen sich mitverändert. Und schließlich Nudging, soziale Dynamiken. Ich denke, ja, die anderen zwei Sachen sind schwierig umzusetzen, nötig, aber bei den sozialen Dynamiken könnten wir sofort ansetzen. Zum einen brauchen wir neue soziale Dynamiken innerhalb der Gruppe der Vermögenden. Wie gesagt, wenn sich die Vermögenden nicht verändern, dann gibt es null Chancen, dass wir die Klimakatastrophe aufhalten können. Ganz einfach, weil gerade die Vermögenden eben diese Umweltverschmutzung erzeugen. Die armen Haushalte tragen praktisch nichts zur Verschmutzung bei. Und wir bräuchten sozusagen ein neues Verständnis, was ist überhaupt Luxus, der nachhaltig ist? Wie schaut Luxus im größeren Kontext des Klimawandels aus? Muss das unbedingt ein großes Auto sein, ein großes Haus sein? Oder könnte es zum Beispiel dann bestehen, dass ich riesige Flächen kaufe und dort zum Beispiel Aufforstung betreibe oder seltene Tierarten schütze? Damit sozusagen, damit wir den Menschen nicht abgewöhnen können, Luxus anzuhäufen und sich zu vergewissern, dass er erfolgreich ist. Und man wird auch den Menschen auf der anderen Seite nicht abgewöhnen können, diese Leute zu bewundern. Aber wir müssen sozusagen den Inhalt des Luxus verändern und auch die Kommunikation davon, weil es ist nicht nur so, dass die Vermögenden selber sehr viel CO2 verbrauchen, sondern sie sind auch unsere Vorbilder, die Promis, die Kardashians etc. Wenn die große Autos haben, dann wird es sozusagen gleichzeitig kommuniziert, das ist, wenn du erfolgreich bist, dann siehst du es daran, dass du ein großes Auto fährst. Und wir können gar nicht anders, das ist evolutionär in uns verankert, dass wir die Erfolgreichsten in der Gruppe beobachten und es nachahmen. Das heißt, wir bräuchten auch eine mediale Berichterstattung über Vermögen, die nicht darin besteht, die großen Luxusautos zu zeigen, sondern die auch Vermögende zeigt, die, obwohl sie so viel Geld haben, trotzdem nachhaltig leben. Und die gibt es. Und ich hoffe, dass ich sozusagen innerhalb dieser Gruppe der Vermögenden, ja, dass sich diese einzelnen Menschen, die jetzt die Herausforderung haben, dieses neue Verhalten zu erlernen, auch zusammenschließen und hier neue soziale Dynamiken auslösen können. Ja, hier ist eine große Forschungslücke und ich hoffe, dass sich sehr bald Gelegenheiten ergeben, hier mehr Forschung zu machen, mehr Feldexperimente möglich sind. Ja, jetzt bin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt und möchte nochmal kurz zusammenfassen. In der Verhaltensökonomie geht es um die echten Menschen. Das heißt, wir interessieren uns nicht dafür, wie theoretisch Menschen entscheiden sollten und dass sie alle rational sind, sondern wir nehmen die Menschen, wie sie sind, mit all ihren Fehlern und auch mit all ihrer Menschlichkeit. Durch klare Zieldefinition, durch empirische Analyse und Evaluation können wir auch für diese echten Menschen wirksame Maßnahmen entwickeln. Und Sie haben gesehen, manche Maßnahmen haben nur 2%, andere dafür 70% Verhaltensänderung hervorrufen können. Und natürlich immer nur in kleinen Teilbereichen. Aber mein fester Glaube, meine Hoffnung ist, dass die Summe all dieser kleinen Veränderungen neue Gewohnheiten etablieren können und damit auch eine neue Nachhaltigkeitskultur etablieren können. Fakt ist aber auch, wir brauchen sehr viel mehr Forschung. Das ist ein junges Forschungsgebiet. Ich habe es gerade vorher erzählt. Unsere Abteilung ist quasi nicht einmal 5 Jahre alt. Und in vielen Ländern gibt es überhaupt keine verhaltensökonomischen Forschungseinrichtungen. Wir brauchen sehr viel mehr von dieser Art von Forschung und Institutionen, die das auch durchführen. Ja, insbesondere natürlich, was das Thema Vermögende betrifft, was uns alle betrifft. Also hier ist es, glaube ich, nicht sinnvoll, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, sondern wir alle wissen, was wir mit unserem Geld tun und das ist meistens nicht nachhaltig. Was wir brauchen, ist die optimale Verzahnung von klassischen Maßnahmen, das heißt von Gesetzen, Steuersystemen, finanziellen Anreizen mit den verhaltensökonomischen Instrumenten, um wirklich wirksame Maßnahmen zu etablieren und eben diese Kultur der Nachhaltigkeit mitzutragen und zu erzeugen. Ja, damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt. Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank für den facettenreichen Vortrag und den so praxisnahen Einblick in Ihre Arbeit. Ich stoppe jetzt mal hier die Freigabe, dann sehen Sie uns wieder größer. Und ich sehe, wir haben auch schon Fragen im Chat. An dieser Stelle auch gleich nochmal die Einladung an Sie, liebe Zuhörende. Stellen Sie Ihre Fragen, beteiligen Sie sich. Ich habe auch im Vorfeld schon einige Fragen zugeschickt bekommen.
die ich jetzt gerne an Sie richten möchte. Zum Teil haben Sie die schon in Ihrem Vortrag abgedeckt. Ich greife es nochmal auf. Eine Frage, die immer wieder auftaucht, ist die Frage, wissen wir zu wenig oder fehlt es an Motivation? Ich glaube, seit vielen Jahrzehnten gibt es eigentlich sehr viel wissenschaftliche Erkenntnis, wie wir uns verhalten müssen, um die Klimakrise aufzuhalten, wie wir unser Verhalten klimafreundlicher ausrichten müssen. Warum ist es so schwierig, das eigene Verhalten nach dem auszurichten, was wir eigentlich wissen? Weil wir einfach im Alltag mit permanent anderen Prioritäten beschäftigt sind. Wir müssen 40 Stunden arbeiten gehen. Wir haben Kinder, um die wir uns kümmern müssen. Es gibt den sozialen Druck. Wir wollen auch einmal genießen und Spaß haben. Und all diese nachvollziehbaren alltäglichen Dinge sind uns einfach näher, als dann eben sich neues Verhalten anzulernen. Und wie gesagt, es ist ja mühsam, das neue Verhalten sich anzulernen. Zum einen für die neuen, ich rede ja vor allem von Menschen, die das Ziel haben, sich anders zu verhalten, das trotzdem nicht schaffen. Und dann gibt es noch die Gruppe, die dieses Ziel noch gar nicht haben. Und für die ist es natürlich noch ein größerer Schritt dorthin, weil die müssen ja dann sich eingestehen, dass sie die letzten 20, 30, 40 Jahre unter Anführungszeichen falsch gelebt haben. Und dieser Reflexionsprozess gelingt halt auch nur wenigen und schon gar nicht mit Druck. Ja, also wenn ich hier versuche, sozusagen ideologisch auf diese Leute einzuwirken, dann erzeugt es nur Reaktanz und das Gefühl, nein, ich lasse mir das überhaupt nicht erzählen und die schotten sich ab und bleiben dann in ihrer Welt, wo alles gut ist, vermeintlich. Ist nochmal ein anderes Thema, aber das Wissen ist auf jeden Fall da. Auch die Bedrohungsszenarien sind da. Und was mir halt in der Politik und auch in der Wissenschaft abgeht, ist die zur Kenntnisnahme, dass wir eine Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte alte Forschung haben zum Thema, wie Menschenverhalten lernen, warum Menschen etwas tun oder nicht tun und dass wir uns dieses Wissens bedienen, um die Verhaltensänderungen herbeizuführen, die wir brauchen für die Umweltkrise. Und hier sehe ich einfach noch sehr viel Awareness-Probleme, wenn ich eben Kollegen aus den Naturwissenschaften höre, die uns bildlich vor Augen führen, worauf wir uns da gerade zu bewegen und glauben, das würde schon ausreichen. Das tut es nicht. Wir müssen hier Kommunikationsarbeit leisten und glauben, das Wort Kommunikationsarbeit ist quasi fertig. Nein, hinter diesem Wort stecken viele, viele Disziplinen mit sehr, sehr vielen Erkenntnissen und wir sollten wirklich dieses Wissen aktiv nutzen für dieses große Ziel und nicht sozusagen hier herumfuchten. Müssen wir nicht. Es gibt sehr viele Instrumente. Ich habe heute einige davon vorgestellt. Ja, wenn ich Sie richtig verstehe, dann geht es auch darum, wie man Alltagssituationen so gestalten kann, damit eben das vorhandene Wissen und auch die vorhandene Motivation richtig umgesetzt werden kann. Das ist diese Umsetzungen, dazu haben Sie viele Beispiele geliefert. Finden Sie für diese Ideen auf Ebene der EntscheidungsträgerInnen, der GestalterInnen auch Gehör? Ja, mal mehr, mal weniger. Also immer wenn die Krisen hoch sind, dann geht es leichter. Aber natürlich, man braucht Institutionen, die offen sind für sowas. Die meisten Beispiele, die wir gezeigt haben, sind im Konsumbereich, wo wir uns als Wissenschaftlerinnen auch aus der Universität kommen, auch leichter tun, sozusagen mit Versuchspersonen zu arbeiten. Aber noch wichtiger wäre eben auch die Kooperation von Behörden, von Gemeinden, von großen Unternehmen, um sozusagen solche Programme umzusetzen. Ja? Und oft ist es politisch auch nicht erwünscht. Also ich habe jetzt ein Angebot geschrieben, um das Radfahren in Liechtenstein zu fördern. Liechtenstein ist das Land mit der höchsten Motorisierung in ganz Europa. Also da hat jeder ein Auto. Und ich habe wirklich überzeugt, wenn wir das jetzt umsetzen und ausprobieren, wir könnten wirklich was verändern, aber dann was politisch nicht erwünscht. Also vielleicht ist es auch die Angst, es könnte echt funktionieren. Aber ich hoffe natürlich, dass wir mehr Menschen haben, die in diesem Bereich arbeiten und mehr Menschen haben, die diesen Bereich auch engagieren, um ihre Probleme zu lösen. Ja, wir haben hier jetzt im Chat eine Frage, die bezieht sich, eine Frage, die ich mir bei Ihrem Vortrag auch gestellt habe. Und zwar haben Sie ja das Beispiel gebracht von dem Müllraum und dem Poster, die Sie dort platziert haben. Haben Sie eine These, weshalb diese impliziten Botschaften besser funktionieren als beispielsweise jetzt die numerischen?
Ja, also die meisten Menschen sind davon überzeugt, dass sie total toll und wunderbar sind. Das ist auch gesund, ja, das gehört zu einem gesunden menschlichen Wesen dazu, dass man sich permanent eigentlich selbst überschätzt. Eigentlich sind nur die Depressiven in der Lage, ihre eigenen Leistungen korrekt einzuschätzen, aber die meisten von uns überschätzen sich. Und gerade wenn es ums Thema Müll geht, haben wir eine Vorstudie gemacht, um das besser, um unsere Maßnahmen besser zu adjustieren. Und in dieser Vorstudie haben wir 350 Menschen aus Wien gefragt, wie wichtig ist es ihnen, Müll korrekt zu entsorgen? Und fast alle sagen, ja, mir ist das total wichtig und ich mache das auch immer. Ja. Aber woher kommt dann dieser Müll? Ja? Also hier ist wieder, dass wir, wenn wir mal ein Futzelpapier fallen lassen, ist es ja quasi nur eine Ausnahme gewesen, nicht so schlimm. Wenn wir das Hundstrümmerl nicht wegräumen, ist es ja nur ein kleines gewesen, nicht so schlimm. Ja. Aber natürlich, die Summe macht es aus. Eine Person auf das hinzuweisen, ist Majestätsbeleidigung. Und ich glaube, das war in diesem Fall das Problem. Dieser Hinweis wurde als Majestätsbeleidigung wahrgenommen. Ja, das glauben Sie, dass ich ein Schmutzfink bin und so weiter. Und dann haut mir erst recht den Dreck irgendwie in die Tonne und macht mir Müll. Oder hebt es nicht auf. In der Folgeuntersuchung, ein Verhalten, das mich momentan extrem fasziniert, haben wir herausgefunden, dass extrem viele Menschen bereit sind, den Müll fremder Menschen aufzuheben. Auch in diesem Setting der Müllräume. Und das ist ein absolut wünschenswertes Verhalten, weil der Müll ist immer das erste Stück des Problems. Sobald ein Stück Müll liegt, dreht sich die Norm und der nächste Müll kommt dazu. Und das hat mich, also in der ersten Befragung waren es 40%, in der zweiten noch immer 15%, die gemeint haben, ja, ich räume Müll immer weg. Wenn es auch übertrieben ist, es ist nicht wichtig, weil selbst wenn es nur 5% sind, ein Mensch, ja, der sagt, er geht einmal in der Woche durch die Wohnhausanlage und sammelt Müll, kann unglaublich viel Positives bewirken. Und ich hoffe, dass wir solches Verhalten auch in Zukunft noch mehr untersuchen können. Da gibt es fast noch überhaupt keine Untersuchungen dazu, weil was wir auch immer denken ist, wir wollen Net Zero, ja, das wollen wir erreichen. Aber für mich ist das nicht das Ziel. Das Ziel ist, wir wollen Plus, wir wollen CO2 rausholen, wir wollen Wälder bauen, wir wollen renaturisieren. Und sozusagen das Schlechte, das schon passiert ist, irgendwie wieder nicht nur auf Null, sondern gut machen. Und auch wir Menschen können nicht überlegen, wie schaffe ich es, dass ich sozusagen weniger Energie verbrauche oder so viel, wie ich verbrauchen darf, sondern unser Anspruch sollte sein, wie kann ich so viel Energie verbrauchen, dass sogar noch meine Nachbarn sozusagen bei mir mit energiesparend oder umweltschonend ihre Energie verbrauchen können. Und das trifft sich auch wieder ein bisschen mit dieser Aussage, dass jetzt eigentlich die Motivation da ist, aber die Motivation leicht umgesetzt werden muss. Oder? Dass wir ja, die muss leicht. Es gibt schon manche, mehr, die ich dafür braucht. Es gibt manche, die sind sehr, sehr motiviert. Die sind sehr motiviert und die fühlen das, die Umweltkrise am eigenen Leib und die sind auch offen für diese Katastrophenmeldungen. Mhm. Und die sind auch bereit, sozusagen mehr zu tun als die meisten. Aber Leute, die nicht mega motiviert sind, die klappen bei den Negativschlagzeilen zu, weil man sich weil Menschen, sobald sie sich, ganz wichtig ist, die Selbstwirksamkeit. Das Gefühl, ich kann etwas tun, das wirksam dem Ziel dienlich ist. Wenn das sozusagen da ist, dann machen es die Leute auch. Und wenn ich das Gefühl habe, die Welt geht unter, dann hinterlässt man bei den allermeisten Menschen das Gefühl, dass sie nichts tun können, die Welt ist vorbei. Und weil sich niemand schlecht fühlen will, ja, die meisten wollen sich ja gut fühlen, wird das dann einfach weggeblendet, verdrängt. Ja, also das heißt, es ist einfach, diese Katastrophenmeldungen sind nur für hochmotivierte Leute überhaupt eine Information. Der Rest wird es ausblenden. Jetzt haben wir einen Zuhörer, der im Chat das Beispiel bringt, dass in Großbritannien ungesunde Snacks aus dem Klassenbereich, also aus den Schulen, verbannt worden sind und fragt, ob das nicht auch ein guter Ansatz für Österreich wäre. Und ich möchte die Frage gleich ein bisschen in einen größeren Kontext stellen, weil das, was ich daraus lese, ist so ein bisschen die Frage, brauchen wir Verbote? Also dieses Verbannen von Ungesunden aus den Schulen, brauchen wir Verbote oder reichen eigentlich Incentives, positive Anreize, dieses leichte Anstupsen? Nein, man braucht schon Verbote, aber man braucht auch die ideologische oder die moralische Untermauerung dieser Verbote, weil sie sonst einfach nicht, weil sonst immer dran hängt. Ja? Ein gutes Beispiel ist das Tempolimit. Wir haben ein Tempolimit von 130 und soweit ich das beim letzten Mal mitgekriegt habe, waren die meisten 150. Das heißt, ein Verbot alleine ist eine grobe Richtschnur wieder für die Motivierten.
Aber viele halten sich dann auch nicht daran. Und sobald ein Verbot nicht moralisch untermauert ist, muss ich extrem viel Ressourcen aufwenden für die Kontrolle. Das heißt, ja, Verbote wird es brauchen. Ja, es wird irgendwie diesen Wildwuchs an Swimmingpools, den wird man einfach begrenzen müssen. Das ist verrückt. Ja. Aber man muss es auch gleichzeitig schaffen, dass man die meisten Menschen davon überzeugt, dass das sinnvoll ist. Und dass sie nicht beginnen, sozusagen Ausweichverhalten zu setzen. In diesem Schulbeispiel, ich finde das sehr, sehr super. Aber wenn das sozusagen, wenn man es nicht zusätzlich begleitet, gehe davon aus, dass die Kinder das Klumpert einfach mitbringen in die Schule und dann sozusagen wird das etwas Besonderes und so weiter. Ich meine, es ist sicher immer besser, aber man muss sozusagen auch immer damit rechnen, dass sich ein gewisser Anteil an Menschen nicht an diese Gesetze, Regeln und so weiter hält. Das hat man immer. Und die muss man managen, weil sonst der ganze Rest sich auch nicht mehr an die Regeln hält. Und damit wären wir auch beim Stichwort der sozialen Dynamik, oder? Mhm. Also sozusagen werden sich soziale Normen so etablieren, dass die in Richtung Nachhaltigkeit gehen, dann gewinne ich auch leichter einen großen Schwung, eine große Masse, die mitzieht. Und auch die Akzeptanz der Verbote nämlich, weil ich kriege die Verbote ja nur durch, wenn die Mehrheit der Menschen das auch akzeptiert. Mhm. Und diese, sage ich mal, Maßnahmen können dazu dienen, dass Leute, weil es ist auch sehr interessant, oft ist das Verhalten zuerst und erst dann kommt die Moral. Ja, wenn jemand zum Beispiel Müll trennt und mit dem Rad fährt, denkt er sich, oh, ich bin ein umweltbewusster Mensch. Also da kommt nicht zuerst der Wert, sondern es ist das erste Verhalten, weil Menschen ihr Verhalten beobachten und darauf schließen, welche Meinungen sie haben. Also wenn ich es schaffe, die Leute ins Verhalten zu bringen, ändern sich auch ihre Meinungen und eventuell auch die Akzeptanz für sage ich mal, tiefgreifendere Eingriffe. Und wie ist Ihre Einschätzung? Sehen Sie Indizien dafür, die darauf hinweisen, dass so ein klimaschonendes Verhalten, klimafreundliche Entscheidungen, dass die auch an sozialem Prestige und an Status gewinnen? Denn das müssen wir machen. Wir müssen einfach daran arbeiten. Es wird kein Weg vorbei. Wir müssen über das reden, wie sozusagen nachhaltiger Luxus ausschaut. Ja? Wie schaut das aus? Wie ist jemand super erfolgreich, super reich und super CO2-sparsam unterwegs? Wie schaut dieser Mensch aus? Wie lebt er? Das müssen wir uns arbeiten. Die gibt es nicht einmal. Ja? Also das sind sozusagen diese Verhaltensweisen, die wir jetzt alle kollektiv arbeiten müssen. Und sobald wir sie haben, miteinander teilen, weiterentwickeln und so versuchen, dass wir einfach dieses neue Leben uns gegenseitig auch schmackhaft machen. Weil, wie gesagt, die allerwenigsten Menschen, die Menschen funktionieren nach dem Lustprinzip. Und wenn ich nur mit Verzicht und mit furchtbaren Leiden daherkomme, dann werden einfach sehr viele Menschen irgendwie versuchen, das in dem Alltag zu verdrängen. Also ich musste schon irgendwie auch anlocken mit attraktiven Optionen, ja, die mich gesünder machen, die mir einen besseren Body geben, die mir, was ich nicht, irgendwas Exklusives geben, wo man auch zeigen kann, was man hat. Das wird man den Menschen nicht abtrainieren. Das ist einfach in uns drin. Ja. Man kann ja nicht sagen, Menschen dürfen nicht mehr weinen. Ja. Das wird auch nicht passieren. Und genauso wenig wird man den abtrainieren können, auf Luxus völlig zu verzichten. Und bei diesen Motivationen, die uns dazu bringen, uns nachhaltig zu verhalten, in diesem Nachhaltigkeitsdiskurs wird ja zurzeit auch viel über Generationengerechtigkeit gesprochen. Welche Rolle spielt denn die Solidarität beispielsweise eben mit der nächsten und mit der nachkommenden Generation als eine Motivation, mich nachhaltig zu verhalten? Ist das so ein Wert, an dem man... Ja, das funktioniert. Ja. Also auch ein super interessantes Feldexperiment, das ich in meiner Sammlung zeigen könnte. Das hat erfolgreich funktioniert beim Wählen einer nachhaltigen Reise. Also bei einem Reisebüro hat man den Leuten zufällig verschiedene Interventionen gezeigt, um eine nachhaltige Wahl, eben nicht das Luxus, die Luxusreise auf dem Dampfer, das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, hat man ein Video gezeigt von einem Kind, das darüber gesprochen hat, was das für die Zukunft bedeutet. Und die Empathie mit der zukünftigen Generation war in dem Fall das Einzige, was tatsächlich zu nachhaltigeren Reisewahl in diesem Setting geführt hat. Und wenn wir jetzt das, also sozusagen nicht über das die Luxussegment der Bevölkerung sprechen, sondern über das andere Ende. Eine Zuhörerin stellt sich auch die Frage,
beim Energiesparen beispielsweise. Es steht außer Frage, dass wir alle aufgefordert sind, Energie zu sparen. Aber wenn man jetzt in Anbetracht dessen, dass man weiß, dass ärmere Bevölkerungsgruppen ohnehin schon wesentlich weniger zur Klimakrise beitragen, einen wesentlich geringeren CO2-Verbrauch haben, wie kann man denn da noch gut argumentieren oder diese Menschen erwischen, dabei zu sagen, sie reinzuholen und sie auch für die Klimaschonung? Ja, ehrlich gesagt, die können eh nicht sparen. Ja? Also wir haben zum letzten Sommer war eben so ein Moment, ja, wo aufgrund des Krieges und der Energieengpässe die Regierung ein bisschen offener war. Und da konnten wir mitreden bei der Ausgestaltung der Energiesparkampagne. Und vielleicht sehen Sie bitte Plakate an der Autobahn, runter vom Gas, spar dir was. Ja? Und das Ziel war, wir haben es nicht evaluieren können, es ging in einer Nacht- und Nebelaktion von heute auf morgen, wir brauchen das schon gestern und so weiter. Also, aber trotzdem, so gut wir konnten, war das Ziel dieser Kampagne, ausschließlich vermögende Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Mhm. Also was soll ich da mit jemandem, der eh schon nichts macht, sondern es geht ausschließlich und vor allem hier um Vermögende, um die oberen 50%, speziell um die Top 10%, die einfach mit ihrem Energieverbrauch absolut über allem liegen und die aber auch sehr viel Potenzial haben einzusparen. Eben, ich kann bei einem armen Haushalt eh nichts rausholen. Ja. In so einem Setting ist auch klar, da geht es nicht um Umweltschutz, sondern die Russen liefern kein Gas mehr. Ja. Und da sieht man das ein bisschen pragmatischer. Und es ist klar, dass es den armen Haushalten niemals so viel Gas herausholen wird, wie aus den reichen Haushalten, das ich dann brauche, um die Industrie laufen zu lassen. Das heißt, wir müssen unsere Interventionen vor allem auf die Vermögenden ausrichten, weil es dort einfach am meisten zu holen gibt. Da schließt sich eine Frage an, die ich vorab zugeschickt bekommen habe. Und zwar hat eine Zuhörerin geschrieben, es fällt ihr schwer, sich zu motivieren, selten ins Auto einzusteigen, auf Flugreisen zu verzichten, sich für die nachhaltigeren und dadurch auch auf die teureren Produkte zu entscheiden, wenn es nebenan Konzerne gibt, politische Entscheidungsstrukturen, die einen so viel größeren Hebel hätten, einen so viel größeren Handlungsspielraum und den nicht nutzen. Was entgegnen Sie denn hier? Naja, Ausrede findet man immer. Also das ist jetzt eine, aber ein Kollege macht, welche Ausreden gibt es? Ja? Also da gibt es Hunderttausende. Und wäre es nicht diese Ausrede, dann wäre es eine andere. Also Ausreden gibt es, glaube ich, viele. Aber die interessieren uns nicht. Uns interessiert das Ziel. Ich würde mit einer einfachen Sache, ich meine, das Problem ist, dass man auch, wenn man alles gleichzeitig machen will, dann wird man es nicht schaffen. Sondern am leichtesten ist, man nimmt sie jetzt von den Dingen, die ich jetzt gerade gehört habe, die, wo man sich denkt, na, das geht am leichtesten. Ja, zum Beispiel bei den Flugreisen sagt man, naja, also es reicht eigentlich auch, wenn ich nur jedes zweite Jahr eine Flugreise mache und ein Jahr einen schönen Urlaub in Österreich verbringe und mich da inspirieren lasse von einer tollen, vielleicht kurzen Autoreise oder Busreise und irgendwas Cooles mache in der näheren sozusagen Umgebung. Aber dafür darf ich einmal jedes zweite Jahr schon noch fliegen. Also das ist vielleicht einfacher, als zu sagen, ich muss sofort alles und also wenn man so einen Tag fahre ich wenigstens mit dem Rad, ja, damit man es auch einlernt, damit man überhaupt mal die Chance hat, neues Verhalten zu lernen, würde man einzelne Dinge vornehmen, die einfachsten Sachen vornehmen, die so eintrainieren, bis sie zu einem neuen Standard geworden sind. Und wenn ich das solide drinnen habe, dann nehme ich mir das nächste vor. Und es wird auf jeden Fall ein tolles Leben sein. Und es ist völlig irrelevant, was jemand anderer macht, sondern diese Optionen sind immer gesünder, sind meistens, ehrlich gesagt, kostengünstiger. Also stimmt schon mit dem Zug, werde ich jetzt nicht natürlich nach Indien fahren auf Urlaub. Aber wenn ich sozusagen das geschickt buche, ja, mit der Sparschiene etc., komme ich für 30 Euro nach Innsbruck und kann einen unglaublich tollen Urlaub haben in den österreichischen Alpen. Also man kann natürlich nicht das Gleiche machen, aber wenn man sozusagen möchte auf Urlaub fahren mit dem Budget, dann kann man da ein bisschen mehr, bringt man mehr Variabilität hinein. Man muss halt ein bisschen kreativer sein. Aber mein Ratschlag ist, sich die einfachsten Sachen vornehmen, die lernen und dann das Nächste. Und so baut man sich sozusagen das dann langsam auf. Ja, mit diesem schönen Ratschlag aufs Einzelne, Einfache, Umsetzbare zu schauen und das dann auch tatsächlich in das eigene Verhalten aufzunehmen, würde ich jetzt mit Blick auf die Uhr gern auch schon wieder diese Diskussionsrunde schließen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihre Offenheit, da auch auf all unsere Fragen so gut einzugehen.
die hinterlassen mich zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine neue Kultur der Nachhaltigkeit etablieren können, wenn wir uns das Naheliegende suchen und das umsetzen. In diesem Sinne, glaube ich, gibt es für uns jeden in unserem Alltag irgendwas, wo wir beginnen können und was wir zu tun haben. Vielen Dank, liebes Publikum, dass Sie heute dabei waren. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren und Zuhören. Wie immer ist die Veranstaltung heute aufgezeichnet worden. Es gibt die Gelegenheit, die Diskussion auch nachzusehen. Die Frage an Sie, die Folien, sind die zur Verfügung zu stellen? Perfekt, dann werden wir diese Folien auch an alle, die zugehört haben, an alle Interessierten ausschicken. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen und Dasein. Und bei Ihnen, liebes Publikum, ebenso und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.